weiter. Minijob Nummer 6. Tile in Style. Verstehe ich nicht. Schauen wir mal. Ein lukratives Business. Aber was ist denn Tile? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. But the best tile layer accidentally fell into a wet of artisan concrete. Also sein bester Tile-Layer. Ist es einfach nur ein Fliesenleger? Ah, das ist es, glaube ich. Und sein Fliesenleger ist in Zement gefallen. Und deswegen übernehme ich den Job jetzt. Tile in Style. Oh, ist das Tetris? Tile Select. Tile Remove. Rotate. Verstehe ich nicht. Schauen wir mal. Ah ja, es ist wirklich so ein Puzzlespiel hier quasi. Nett. Ich meine, warum nicht? So Puzzle gehen immer. Aber ich sehe schon hier, habe ich... Das wird nichts mehr. Kann ich Teile nicht wieder rausnehmen? Ah doch, das geht eh. Na dann. Ich würde eigentlich gern... Genau. Macht das Sinn vielleicht irgendwie? Ja, vielleicht. Moment mal. Die Steuerung. Weil das passt sehr gut mit dem hier zusammen. Und dann... Mist, sieht die Sache nicht besser aus. Knapp daneben, würde ich sagen. Das finde ich ziemlich schwer, ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich ziemlich schwer. Okay, alles nochmal zurück. Das muss fast entweder ganz am Rand oder hier so. So wird es auch theoretisch funktionieren. Aber funktioniert so auch praktisch überhaupt? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, das ist das gleiche Teil zweimal. Ich dachte die ganze Zeit, die sind spiegelverkehrt. Dann kann es so auch gar nicht sein. Aber so könnte es theoretisch stimmen. Das würde fast gehen, aber tut's dann eben doch nicht. Aber jetzt weiß ich's vielleicht. Wartet mal. Nee, das geht nicht. Dammit. Aber ich glaube, da bin ich was Heißem auf der Spur hier. Glaube ich, ich glaube fest daran. Das passt hier so schön. Kann ja nicht sein, dass das falsch ist. Ist es aber. Hm, jetzt bräuchte ich nochmal so ein Teil hier. Nee, es kann auch nicht sein. Voll schwer. Mein Gott, so viele verschiedene Anordnungen gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich habe schon langsam alle Möglichkeiten durch, oder? Das ist unmöglich. Okay. Nee. Knapp, aber nee. Nee. Nee.
Das ergibt alles keinen Sinn. Zeit. Die Zeit, Travis, guck auf die Uhr. Wir haben nicht mehr viel davon. Wo ist der Hinweisknopf, wenn man ihn braucht? Der Autocomplete-Knopf. Wo ist er? Er existiert nicht. Das ist das Problem. Dammit, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das versuchen wir nochmal anders. Ja, Cyberpunk werde ich mir auf jeden Fall holen. Für die PlayStation 5 höchstwahrscheinlich. Also ziemlich sicher, da ich die Xbox Series S nur habe, will ich das lieber in voll 4K und so. Auch wenn es wahrscheinlich im Endeffekt nicht viel ausmacht, aber das Spiel soll ja sehr gut aussehen. Das hätte ich dann auch gerne in der bestmöglichen Optik, damit ich staunen kann. Ja, und wie gesagt, wenn es auf beiden Systemen gleich viel kostet, dann auf jeden Fall die PS4 eben. So knapp. Ich kann auch überhaupt nicht diese Schieberätsel zum Beispiel. Und ich glaube, das ist so ziemlich genau das Gleiche. Da fehlt mir, glaube ich, das räumliche Vorstellungsvermögen oder so. Das krieg ich nicht hin. Ich befürchte auch echt, ich kann das, wenn da jetzt noch mehr von denen kommen. Ich glaube, das Minispiel kann ich knicken. Das kriege ich einfach echt nicht hin. Wenn ich das nicht aus Glück irgendwie zufällig löse, dann komme ich da nicht drauf. Es gibt Sachen, die kann mein Hirn. Und es gibt Sachen, da bin ich ein Volltrottel. Und das gehört definitiv in den Volltrottelbereich. Das sieht gut aus. Nein! Ah, ich bin so blöd. Ich dachte, ich habe noch einen Würfel übrig. Es stimmt gar nicht. Ich dachte, für einen kurzen Moment der Glückseligkeit, dachte ich, ich hätte es geschafft. Das Adrenalin ist mir schon in die Adern geschossen, aber zu früh gefreut. Wieder zurück mit dem Adrenalin in die Adrenalintaschen, wo es hingehört. Das brauchen wir später noch. Vielleicht. Was würde Bob der Baumeister tun? Der kann bestimmt Fliesen legen, oder? Okay, jetzt habe ich eine Idee. Die haben wir, glaube ich, noch nicht getestet. Aber ich bin mir nicht sicher. Das geht sich nicht aus. Schade. Aber wie wär's damit? Warum komme ich denn da nicht drauf? Das ist ja furchtbar. Vielleicht. Also ja, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wird neben Fallout 4 das neue Patreon XXL wöchentliches Video-Let's Play. Deswegen wird es da definitiv ein Let's Play dazu geben. Zu Cyberpunk. Und vielleicht auch irgendwie Lore-Videos oder Tipp-Videos oder so, wenn Interesse besteht. Mal gucken. Ich werde es nie hinkriegen. Es sei denn, ich mache, vielleicht denke ich zu sehr in Tetris. Ich mache jetzt ganz unintuitive Sachen. Puh. Die ich normalerweise nie machen würde. Damit ich die Muster durchbreche. Nein. Die Muster durchbrechen. Aber gut, so viel kann man da gar nicht durchbrechen. Warum geht denn das nicht? Warum? Das ist unmöglich. Das Spiel ist kaputt. Das stimmt was nicht.
Ich glaube, das ist ein Bug. Das ganze Minigame hier. Ich glaube, das ist ein unmögliches Rätsel. Ich habe doch jetzt wirklich alle möglichen Konstellationen durch, oder? Das gibt es doch nicht mehr. Dammit, geht ja gar nicht. Kann das von euch jemand gut? Kann das von euch jemand intuitiv? Weil dann schreibt mir, wo ich die Teile hinlegen soll. Und dann mache ich das. Vielleicht hat der jemand schon die Lösung im Kopf. Dann sagt mir Bescheid. Weil ich baue hier nur wahllos durch die Gegend im Grunde momentan. Weil ich keine Ahnung habe, was überhaupt los ist hier. Zur Hölle. Quack, 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 quack. Ich versuch's jetzt nochmal. Und diesmal... Schaffe ich es auch nicht. Aber diesmal schaffe ich es anders nicht. Unmöglich. Nope. Nee. Baue ich gerade genau das gleiche nur spiegelverkehrt? So nah und doch so fern. Kann nicht sein. Ich werde echt bekloppt hier. Schade. Das hatte Potenzial, finde ich. Huh. Warum? Warum geht das nicht? Hey, ich will das jetzt schaffen. Verdammt nochmal. Warum kriege ich denn das nicht hin?
wenn das Teil so steht, muss das hier hin, anders geht's gar nicht. Und das müsste dann hier hin, anders geht's nicht. So kann es aber schon nicht mehr gelöst werden. Wenn das Teil stattdessen so steht, dann könnte entweder das Teil oder das andere Teil dahin. Hier gäbe es auch nur die eine Möglichkeit, beziehungsweise doch stimmt. Es gäbe nur die Möglichkeit. Aber dann geht das. Also das können wir schon mal ausschließen. Dass das hier hingehört. Dann dürfte es gegenüber genauso sein, oder? Nicht unbedingt. Da wäre nur die Konstellation möglich. Und das funktioniert nicht. Okay. Und so geht schon mal nicht. Da ginge entweder die Konstellation oder das hier. Beides möglich. Hier würde entweder das oder das funktionieren. Das kann nicht sein. Das könnte so funktionieren, aber dann geht schon wieder nicht. Es geht einfach nicht. Ich werde so irre. Ah, aber wirklich. Ich schaue jetzt gleich in einem Guide nach oder so. Weil ich will das jetzt... Also bitte, das gibt's doch nicht. Ich komme mir vor wie unser alter Red River früher, der versucht rauszufinden, wo der Ball ist, den man gerade nicht wirklich geworfen hat. Was passiert? Magie? Hey, ich habe jetzt alle Konstellationen, die möglich sind, durchprobiert. Ich drehe durch. Wenn ich alle Konstellationen, die möglich sind, durchprobiert habe, muss ich vielleicht mal nach den unmöglichen Konstellationen suchen. Dum, dum, dum. Das ist zum Beispiel unmöglich. Ich schaue jetzt nach. Ich habe keinen Bock mehr. Brokkoli Bart, danke schön. Ich glaube, mit der Hilfe des Internets werde ich es schaffen. Vielleicht. Ich weiß gar nicht genau noch, was ich suchen soll. Welches Minigame ist das? No more. Es kommen ja wahrscheinlich noch mehr davon. Ich will jetzt wenigstens das erste Mal hinter mich bringen. Das zweite versuchen wir dann wieder richtig. Minigames. So, da, da. Schauen wir mal. Ich muss vielleicht noch Guide dazu schreiben.
So, das ist der Teil in Style F. Warte mal, ich habe hier ein FAQ gefunden. Jetzt muss ich nur die Stelle hier finden. Das ist gar nicht so leicht. Ah, jetzt, okay. Ich habe ganz falsch geguckt in diesem Guide. Jetzt kann ich den Guide... Jetzt habe ich immerhin schon mal herausgefunden, wie ich den Guide, den ich hier gefunden habe, lesen kann. Das ist schon mal ein Fortschritt. So, jetzt schauen wir mal. Na super. Na super. Wisst ihr, was in dem Guide jetzt steht? Ich habe das jetzt gefunden. Der sagt so, na, man muss halt ein bisschen rumprobieren. Irgendwann findet man dann vielleicht schon die richtige Lösung. Aber ich habe hier mal ein Bild verlinkt. Und dann klicke ich da drauf. Und dann heißt so, nee, hier ist gar kein Bild. Der Link ist tot. Der existiert nicht mehr. Danke, Guide. Danke, Guide, für deine nicht-guidende Guidigkeit. I tried. Das sind die falschen Teile. Kann doch nicht sein. Ich brauche noch so eins hier, bitte. Nur in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Wäre das möglich? Das wäre ganz nett. Das wäre ganz lieb, danke. Hier, wenn das eine nur... Ah! Das gibt's doch nicht. Merlin? Hallo? Kannst du sowas? Das ist ein Dragon! Danke fürs Abonnieren! Wow, da wird das Glas gesprengt. Kannst du so Puzzlespiele, wo man die Teile alle unterbringen muss? In eine Form quasi? Weil ich krieg's nicht hin. Ich habe schon Guide angeguckt, ich krieg's trotzdem nicht hin. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Kannst du sowas? Nee. Ja, okay. Die Steuerung ist ein bisschen blöd, aber jetzt pass auf A nimmst du die Dinger, auf B drehst du sie und auf Y löschst du sie wieder. Okay, mal schauen, ob es die Merlin hinkriegt. Ich drehe mal den Monitor. Ich gucke jetzt mal, ob ich doch noch ein Guide oder ein Bild oder irgendwas finde. Abraxe, dankeschön für die Motivationsbits. Ah, und Fallen Crusader, danke fürs Abo verschenken, sehe ich gerade. Ganz falsch interpretiert. Merlin wird uns alle retten. Mein Gott, ich glaube, du hast es echt geschafft. Ja. What? Einfach so. Doch, doch, das ist schon erledigt jetzt. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie lange, seit einer Viertelstunde sitze ich hier und drehe die Teile rum. Nicht schlecht. Schau mal, drück mal ab, noch eins kommt. Oder ob es das war. Ah, das war's. Okay. Dankeschön. Puh, Controller-Übergabe geglückt. Voll Crusader, danke! Für die Bits. Well played, Merlin. 100 Bits von Fallen Crusader. Als Anerkennung. Oh, das hätte ich nie hingekriegt, glaube ich. Oh, Gott sei Dank. Cool.
Das wird auf YouTube ein ganzes Let's Play nur mit diesem Sidejob wahrscheinlich. Eine halbe Stunde, wie ich so da sitze und sage, wie geht denn das? Ich verstehe das nicht. ich glaube, wir haben die Läden noch gar nicht abgeklappert, oder? Gehen wir mal in den Airport 51. Wir brauchen ein neues Outfit mit dem von Merlin Hart verdienten Geld jetzt. Können wir uns vielleicht ein neues Outfit kaufen, wenn es eins gibt. Ja, Swing 8801, was? Kirsch. Apple. Das ist irgendwie nett. Also das sind schon immer, ich muss echt sagen, ich finde die T-Shirts in dem Spiel fast alle cool. Das hat einfach so einen coolen Style irgendwie. Die T-Shirts hätte ich gern. Jacke. Cybercell. Hey, das ist eine coole Jacke. Die nehmen wir. Gibt's jetzt das komplette Cybercell-Outfit wahrscheinlich, ne? Das nehmen wir. Sehr schön. Da müssen wir vielleicht bei den T-Shirts doch nochmal gucken. Ich meine nicht, dass das nicht passen würde, aber vielleicht finden wir, dass es noch besser passt. Die Outfits werden aber auch immer teurer. Meine Güte. Das hat schon was, finde ich. Aber jetzt muss ich echt die T-Shirts nochmal durchgucken. Fände ich fast zum Beispiel cooler. Das grüne Apple-T-Shirt geht auch. Es sollte schon eins von den neuen sein, finde ich. Wenn schon, denn schon. Ich meine, das Gelbe würde auch gut gehen, finde ich. Dieses Neongrün und Gelb, das sticht sich schön. Das ist cool. Aber ich glaube, ich nehme wirklich okay. Das grüne Totenkopf-T-Shirt. Okay, jetzt sehen wir ziemlich crazy aus. Die Physik von der Jacke ist auch witzig, oder? Das untere Drittel oder Viertel der Jacke super krass auf Bewegung und Wind reagiert, aber das andere ist wie angegossen. Wie ein Röckchen. Als hätte er einen Rock an oder so. Oder so ein Umhang, ein Cape oder so. Vielleicht schon der Teaser für den dritten Teil. Im dritten Teil geht es hier um Superhelden. So, schauen wir nochmal in Naomis Lab. Yo. What's up, Otaku? Tatsächlich. Pony. Pony ist ganz schön teuer. Pony ist ganz schön teuer. Vielleicht müssen wir da doch noch ein paar Jobs machen. Aber nicht mehr den Puzzle-Job. Niemals wieder den Puzzle-Job. Aber jetzt gehen wir erst noch trainieren. Gute Nacht, Fallen Crusader. Mach's gut. Danke für die großzügige Spende und für die Bits und für den moralischen Support. Schlaf gut. Mach's gut. Okay, Stamina-Training. 6000, es wird auch immer teurer bei dem, oder? Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es ganz schön teuer. Okay, das wird jetzt, glaube ich, echt schwer. Das war jetzt auf Stufe 2 schon nicht leicht, finde ich. Nein, dreh dich um, Mann! Bitte, bitte, dreh das Band um. Oh, Gott sei Dank. Ah, ist das gemein? Ah, Gott, ey. Oh Gott, ist das mies. Ich kann nicht so schnell drücken, ohne Witz. Hey, das ist wirklich hart. Ich glaube, ich muss da irgendwie den Controller anders halten und mit den Daumen
Hier. Aber das ist echt gemein, wenn ich mit den Daumen hier drücke, geht es zwar schneller, aber dann kann ich den Stick nicht mehr gleichzeitig bewegen. Ah, verzwickt. Naja, wir haben es ja noch geschafft. Machen wir mal noch unser, wenn wir uns noch leisten können, aber ich glaube schon. Oh, gerade so. Wir sind so arm. Okay. Ah, damn it. Yeah, das war ziemlich gut. Great job. Aber ich hätte jetzt echt gern das neue Laserschwert, muss ich schon echt sagen. Das wäre jetzt echt ein bisschen teuer. Ich guck jetzt mal, ob wir... Sehe ich so eine Art Highscore bei den Minispielen, wie viel Geld ich verdient habe? Nee, leider nicht. Ich gehe mal alle nochmal schnell durch. Bugout, Lay the Pipe, Coconut Grabber. Ich glaube, bei Lay the Pipe, das mache ich nochmal. Das dauert nämlich nicht zu lange. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen was riskiert, kann man da echt viel Kohle rausholen. Ich versuche jetzt mal so viel grüne Felder wie möglich mitzunehmen. Und dann kommen wir da hoffentlich, glaube ich, eventuell, mit ein bisschen Glück, wahrscheinlich, möglicherweise, eventuell, mit ein bisschen Geld raus. Achso, ich kann nur die blauen nehmen. Ah, das ist der gleiche Aufbau wie beim letzten Mal. Das ist nicht mal zufällig oder so. Das bedeutet, theoretisch, wenn man da einmal die ideale Lösung hat, kann man immer wieder die ideale Lösung auch anwenden. Und das wäre theoretisch gut, aber man muss halt erstmal die ideale Lösung finden. Da liegt das Problem. Ich weiß gar nicht, ob es hier in dem Minispiel jetzt überhaupt möglich ist, wirklich alle grünen Pipes mitzunehmen. Da habe ich ja beim letzten Mal abgekürzt. Oh, hier muss ich noch was machen. Und zwar schnell. Oh. Hey, das funktioniert. Perfekt. Das gibt zum Beispiel schon mal super viel Kohle jetzt gleich. Aber da haben wir das nicht beim... Nee, da habe ich abgekürzt beim letzten Mal, glaube ich, ne? Das ist jetzt quasi die Ideallösung. Ich hoffe, wir kriegen 300.000 dafür, weil so viel bräuchten wir für das neue Schwert. Und ich befürchte nicht. 2.000... Nee, 4, 5... Oh Gott, waren es wirklich 300.000 oder 30.000 für das Schwert? Ich glaube, es waren wirklich 300, oder? Na, dann dürften wir das Spiel oft machen. Ich glaube, wir machen dann einfach den nächsten Boss, den nächsten Dungeon nach dem Minispiel hier. Das dauert sonst ein bisschen lang alles. Warte mal. Na, ist okay. Dann nehme ich halt nicht alle Röhren mit, aber so viel wie möglich. Das hat echt ein bisschen was von Bioshock-Hacking, oder? Ein bisschen. Man muss nur fest daran glauben, dann ist es ein bisschen ähnlich. So ein bisschen aufräumen. Zeit haben wir jetzt eigentlich ein bisschen. Nein!
Das ist ein cooles Spiel, wirklich, muss ich echt sagen. Das macht echt Spaß. Das sind irgendwie, das gefällt mir. Puzzle-Geschicklichkeit. Nee, Geschicklichkeitskomponente gibt es nicht wirklich. Na, ein bisschen vielleicht. Nee. Ich weiß auch nicht. Nach dem Puzzlespiel gerade ist mein Hirn matsch. Oh, das, da habe ich jetzt, das ist aber jetzt hier eng. Ah, Mist. Das habe ich mir schon gedacht. Jetzt habe ich das Problem. Kann ich irgendwo zwei Kurven durch zwei Gerade ersetzen? Kann eigentlich gar nicht funktionieren. Oder? Ich könnte da oben leicht abkürzen. Wahrscheinlich werde ich das auch machen müssen. Ah, Moment mal. Ich könnte hier doch was machen, eventuell. Wenn schon, versuche ich jetzt wirklich hier überall die perfekte Komplettlösung zu machen. Damit wir auch wirklich maximal Geld rausholen. Sodala! Tada! Zehntausend. Das ist schon besser jetzt. Das stimmt. Schauen wir mal. Stage 3. Können wir wahrscheinlich noch mehr abräumen, wenn wir gut sind. Wenn wir schnell sind. Wie gehe ich denn jetzt hier am besten? Ah ja, ich glaube, ich weiß schon. Das ist ein bisschen verzwirbelt hier. Aber ich glaube, ich kriege das schon hin. Na, nimm bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der kürzeste, günstigste Weg ist, aber schauen wir mal, ob das hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube nicht, da gehen mir die Teile aus, so wie ich mir das gedacht habe, befürchte ich. Gehen mir sehr sicher die Teile aus. Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Aber da hätte ich von da oben wahrscheinlich schon früher abzweigen müssen, dass das so funktioniert, wie ich das jetzt mache. Na, schauen wir mal. Vielleicht komme ich irgendwie trotzdem noch einigermaßen zum Ziel. Könnte... Oh, ich habe nur noch eine Kurve. Das ist nicht so gut. Verdammt. Dann muss ich jetzt ärgerlicherweise, befürchte ich, hier einfach ganz krass abkürzen. Weil sonst kriegen wir es nicht hin. Das habe ich schon viel zu früh vermasselt, leider. Schade. Aber das hilft nichts. Sonst wird es nichts mehr. Da hätten wir mehr draus machen können. Aber so viele Teile sind gar nicht übrig. Aber da hätte man ziemlich sicher mehr rausholen können, oder? Oh ja, 10.000 passt. Noch ein Stage. So, jetzt aber. Huh.
Das wirkt mir fast ein bisschen zu simpel hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht schon was übersehen habe. Zu offensichtlich, die Verbindungen hier. It's a trap, ziemlich sicher. Aber schauen wir mal. Oh Mist, ich muss die ganzen Teile da unten rausholen. Die brauchen wir später noch. Das Wasser ist ja schon relativ flott unterwegs. Muss ich hier wieder die ganzen Teile rausräumen. Dieses Aufräumen kostet hier ganz schön viel Zeit. Aber das kriegen wir hin. Das wird wunderschön. Oh, ich brauche ein... Oh, hier, schnell, das da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist hier aber... Meine Güte, ist das... Ich glaube, ich habe mich selber jetzt eingemauert und komme nicht mehr raus, oder? Ah, jetzt habe ich hier so viele Teile eingemauert. Das ist gar nicht gut, weil jetzt kommt schon das Wasser und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Und ich weiß nicht genau. Na, schauen wir mal. Ich glaube, ich habe noch einen Zugang. Ich kann gerade nicht gucken, weil ich mich beeilen muss. Eventuell ist alles schon gescheitert jetzt, aber dann ist es auch schon wurscht. Nee, ich glaube, ich komme noch an alles ran bis jetzt. Ja, ja, ich kann mich da unten noch durchbuddeln. Okay. Sehr viele lange habe ich noch, das beunruhigt mich, und wenig Kurven. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Nicht optimal die Lösung, aber sehr gut. Wahrscheinlich sind wir jetzt dann gleich stinkepinke Money. Makend oder so. Ich muss nur hier... Ich räume die Kurven mal raus. Vielleicht können wir die letzten beiden Teile doch noch mitnehmen. Denke ich mir gerade. Das könnte sogar funktionieren. Das wäre so nice. Ich glaube, da würden wir jetzt richtig, richtig Kohle machen, wenn das hinhaut. So, so weit, so gut. Ja, ich glaube, das haut nicht nur hin, uns bleiben sogar Teile übrig. Cool. Nein, ich will das da jetzt. Ach, Mensch. Für blaue Teile kriegt man auch Punkte, ne? Aber ich wüsste nicht, wo ich die beiden noch einbauen könnte, dass wir das Ganze noch ein bisschen verlängern. Ah, doch, wüsste ich vielleicht doch. Wenn schon, oder? Wenn schon, denn schon. Nee, warte mal, das geht nicht. Da bräuchte ich noch mehr davon. Nee, okay, dann vergesst es. Machen wir es jetzt lieber so fertig und dann passt's auch. Nicht schlecht. Das kann man so lassen, würde ich sagen. Komm schon, 20.000 will ich jetzt sehen. Oder mehr. Naja, 17. Ah doch, Perfect Bonus. 50.000. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Weil das heißt, insgesamt haben wir jetzt quasi schon wieder fast ein Drittel. Großzügig gerechnet. Von dem, was wir insgesamt brauchen. Dann bin ich jetzt nämlich so motiviert, dass ich vielleicht sogar andere Minispiele nochmal mache. Wie zum Beispiel Bugout. Warum nicht? Bugout war auch lustig. Ich will dieses Schwert. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja, im Gegensatz zu dem komischen Tetris-Block-Puzzle kann mein Hirn das komischerweise besser. So Bahnen vorausplanen und dann den Überblick behalten.